Guten Morgen, meine Lieben. Ich habe mal wieder ein Buch beendet und wollte euch das ganz kurz zeigen, denn es ist wieder ein neuer Monat, es ist Juli und ich bin total gespannt, was für Bücher mich diesen Monat noch erwarten. Mein Lesemonat Juli hat jetzt nicht so ganz berauschend angefangen. Ich habe ein Buch abgebrochen, das zeige ich euch auch ganz gerne gleich. Und das, was ich euch jetzt rezensieren möchte hier kurz, das ist jetzt auch kein Überflieger gewesen, aber ein Buch, was mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Und das ist ja auch immer schon gut, wenn ein Buch das schafft. Ich rede von Kampfsterne von Alexa Hennig von Lange. Und das Buch, auf das Buch bin ich aufmerksam geworden durch die liebe Jenny von Jennys Lesestoff. Ganz liebe Grüße, Jenny. Die hat das Buch in die Kamera gehalten. Ich weiß gar nicht, ob sie es selber auch schon gelesen hat. Es ist auf jeden Fall ein dünnes Buch, kommt aus dem Dumont Verlag und ist als Roman betitelt, hat auch nur knapp 230 Seiten. Ja, worum geht es in diesem Buch? Kampfsterne ist ein Ausdruck, der einmal ganz kurz in diesem Buch erwähnt wird. Ansonsten hat der eigentlich nichts mit dem Inhalt des Buches zu tun. Wir sind hier in Deutschland in den 1980er Jahren. Ich glaube, 1985 ist das, denn Wimbledon wird erwähnt und Boris Becker. Und wir begleiten in so einer Kleinstadt-Siedlung, in der alles sehr ja, idyllisch ist, sage ich mal, drei Familien mit Kindern, die alle so nebeneinander wohnen und ja, schauen so hinter die Kulissen dieser drei Familien. Es geht darum, was die Eltern hinter der Fassade für Kämpfer miteinander austragen. Es geht darum, wie die Beziehungen der Familien untereinander sind, wie die Erwachsenen miteinander umgehen, wie die Kinder miteinander umgehen. Was mich besonders gecatcht hat in diesem Buch, war der Ausspruch hinten drauf: Gibt es überhaupt einen Ort, an dem man größer scheitern kann als in den Erinnerungen seiner Kinder? Und ich habe mir von diesem Buch eine Geschichte erhofft, bezüglich Eltern-Kinder miteinander, bezüglich Erziehungsfragen, bezüglich Vorstellungen von Erziehung und Realität der Erziehung und so weiter. Und das ist eben nicht wirklich der Inhalt dieses Buches gewesen. Es hat diese ganze Geschichte rund um die Erziehung eher nur gestreift. Denn wir begleiten die Familien nur einen kurzen Ausschnitt. Also es geht, glaube ich, über ungefähr eine Woche, dieses Buch. Und springen immer wieder zurück in die Jugend der Eltern zum Beispiel und in deren ja, Erziehungsstil, wie sie selber erzogen worden sind und was sie halt heute anders machen wollen bei ihren Kindern. Aber das wird halt nur gestreift. Es ist ein spannendes Buch, also da ist auf jeden Fall ein Spannungsbogen drin, der mich auch nicht hat aufhören lassen zu lesen. Ich habe also wirklich sehr flott das Ganze durchbekommen. Wir springen, also es gibt keinen Erzähler oder so, wir springen immer in die verschiedenen Perspektiven herein. Also wenn ihr so reinschaut in das Buch, dann steht immer der Name desjenigen, aus dessen Sicht gerade erzählt wird, oben drüber. Einmal ist das hier die Kotsch, dann gibt es die Ulla, den Johannes. Also es gibt halt die verschiedenen Erzählperspektiven, was ich ganz toll fand, denn so werden manche Begebenheiten in dem Buch einfach von ganz vielen verschiedenen Sichtweisen erzählt und man bekommt so ein großes Ganzes dadurch. Man selber ist also der Allwissende, der so von oben auf das Ganze schaut. Und ich finde den Schreibstil super. Also ich konnte da echt sehr, sehr gut mit kommen und das Ganze verfolgen. Ich fand auch das sehr 80er-Jahre-Flair-mäßig. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich habe mich so ein bisschen in meine eigene Kindheit da versetzt gefühlt. Ich war da ja auch in dem Jahr schon 3 Jahre alt. Also da fangen die Erinnerungen ja so gerade an. Gerade wenn so die Wohnungen und die Häuser beschrieben werden und die Klamotten, die die Leute anhatten, beschrieben werden oder was es beim Grillen oder bei Festlichkeiten hier in dem Buch dann für Getränke gibt und so, das ist schon richtig cool, 80er Jahre. Und was mir halt nicht so gut gefallen hat, ist eben, dass meine Erwartungen nicht so richtig erfüllt worden sind. Es gibt sehr, sehr viel Missstände, die hier aufgedeckt werden. Es gibt, ja, also im Grunde Blicke hinter die Fassade. Und im Großen und Ganzen hat mir das Buch aber gut gefallen. Also 3,5 Sterne habe ich ihm gegeben. Für 4 hat es nicht ganz gereicht. Dafür hätte ich einfach mehr
ja, wissen wollen über diesen, ja, welche Ideologien haben die Eltern oder welche Ansprüche haben sie an die Erziehung ihrer Kinder und so weiter. Und das ist halt nur gestreift worden. Und ja, darum ein super Buch, solides Buch. Und ich habe auch was markiert, wie ihr seht. Ich lese euch da auch mal, damit ihr ein bisschen was von der Sprache mitbekommt, lese ich euch mal einen kleinen Abschnitt vor. Und zwar spricht hier ein Junge, Johannes. Unsere Eltern sind vollkommen blind dafür, dass ihr schlimmster Fehler eigentlich darin besteht, dass sie aus der Liebe gefallen sind. Womöglich klingt das etwas hochtrabend, aber ist es nicht die Verantwortung von uns Menschen, uns jeden Tag erneut für die Liebe zu entscheiden? Zu erkennen, dass wir die Vermenschlichung der Liebe in unseren Armen halten? Ja, also damit meint er eben die Kinder. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe also so zwei, drei Markierungen gemacht, die ich auch nochmal nachschlagen möchte, in denen es eben um die Liebe der Eltern zu den Kindern geht. Und ja, insgesamt ein gutes Buch, ein solides Buch, aber keins, was ich jetzt bedenkenlos und für jeden weiterempfehlen kann. Das ist auf jeden Fall eins für die Kinder der 80er. Und ich werde es auch behalten, denn ich finde den neon-orangenen Buchschnitt hier total cool. Und wenn das dann im Regal steht, ist das ein richtiger Eyecatcher. Ich glaube, bei euch sieht das gar nicht so neon aus, aber es ist richtig neon-orange. So, und Buch Nummer 2, was ich dann abgebrochen habe nach knapp 100 Seiten, ist Sommer in Maine von J. Courtney Sullivan. Ich weiß gar nicht, ob das eine Autorin oder ein Autor ist. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall ein Buch, was mich etwas verwirrt hat. Ich sag's mal so. Als eine Autorin, die aus New York kommt. Es ist so, dass es hier um Sommerferien geht. Und zwar um ein Haus in Maine. Also so ein Strandhaus von Uroma Alice. Und es geht um drei Frauen, die sich treffen in diesem Sommerhaus in Maine, also an der Küste und wunderschön gelegen und auch so von der Beschreibung her ein super schönes Häuschen. Es geht um diese Alice, der das Haus gehört. Es geht um die Tochter Kathleen, die Enkelin Maggie und die Schwiegertochter Anne-Marie. Also vier Frauen, die einen Sommer in diesem Ferienhaus verbringen wollen. Und alle sind natürlich durch ihre verschiedenen Biografien anders geprägt und es verspricht halt einfach ein paradiesisches Flair in Maine und dann eben vier Frauen, die sich zusammenraufen müssen sozusagen, die A blutsverwandt und B angeheiratet verwandt sind und alle tragen irgendwie Geheimnisse auch mit in sich und es sollen halt die Karten auf den Tisch gelegt werden und so. Das klang super. Also ich hatte da richtig Bock drauf auf das Buch, weil es auch so sommerlich klingt und weil ich auch das Cover irgendwie total cool fand. Dieses Gemälde hier mit dieser Strand-Situation. Aber ich kam nicht rein in die Geschichte. Ich hatte einfach das Gefühl, dass mir die Frauen nicht nahe kamen. Dass die eine mir auch mega unsympathisch war in ihrem ganzen. Es war einfach noch nicht spannend genug nach 100 Seiten, dass mich das irgendwie zu diesem Buch hingezogen hätte, sondern wir sind nach 100 Seiten immer noch in der Vorstellung gewesen der Frauen und welche Biografie sie halt haben und wie das alles zusammenhängt. Und also ich weiß nicht, ich kam da auch durch die Zeitsprünge, weil wir auch immer in Alice Jugend gesprungen sind, die ja jetzt dann schon Uroma ist und ich weiß auch nicht, irgendwie ich kam einfach nicht richtig rein und habe dann die Frauen verwechselt und da musste ich wieder zurückblättern, um das nochmal zu lesen. Also ja, wie ihr hört, es hat mich einfach nicht so richtig umgehauen und ich habe gedacht, so ein dickes Buch, also es sind ja wirklich, lasst mich mal nicht lügen, 500 Seiten, ja, 510 Seiten. Da muss man irgendwie nach 100 Seiten schon das Gefühl haben, dass die Geschichte einen fesselt. Ansonsten hat man einfach keine Lust mehr. Ich habe es mit im Schwimmbad gehabt, im Freibad, und habe da gelesen. Ja, und ich bin halt immer wieder rausgekommen, ne? Und darum habe ich gedacht, so, Feierabend jetzt, ich breche jetzt ab. Mich hat die Geschichte jetzt einfach nicht genug interessiert, um mich dadurch zu quälen, sozusagen. Von daher leider ein Flop von mir. Falls ihr das Buch kennt, falls ihr das Buch kennt und sagt, lies unbedingt weiter, das wird so toll, dann schreibt mir das bitte unbedingt. So. Es ist wieder ein Buch zu Ende gegangen. Ich habe wieder was durchgelesen und ich wollte euch ganz kurz meinen Eindruck dazu hinterlassen, bevor der wieder verblasst. Es geht hier, wie ihr sehen könnt, um Lucinda Riley, der verbotene Liebesbrief. Das ist ein ziemlicher Schinken. Ich habe das gar nicht so auf dem Schirm gehabt, als ich das gekauft habe, dass das so dick ist.
Ist im Goldmann Verlag erschienen, wie fast alle ihre Bücher, und hat ab 650 Seiten. Ja, ich habe das Taschenbuch hier. Es ist ein alleinstehendes Buch von Lucinda Riley. Ich habe das jetzt, nachdem ich den vorletzten Band der Sieben-Schwestern-Reihe gelesen hatte, habe ich mir den hier mal gekauft und wollte jetzt einfach auch mal was anderes von ihr wieder lesen und nicht nur diese Reihe. Da habe ich jetzt auch den aktuellsten Band, die Mondschwester, noch gar nicht hier. Alle anderen hatte ich bisher gelesen. Also Lucinda Riley war mir durchaus ein Begriff. Ich habe auch die anderen Bücher von ihr vorher gelesen. Der Lavendelgarten und das Orchideenhaus und wie sie alle heißen. Und ich mag die Autorin eben sehr gerne. Und der verbotene Liebesbrief ist ein wundervoll rasantes und spannendes Buch von ihr. Es hat mir richtig gut gefallen. Es hatte total viele Thriller-Elemente und war trotzdem niemals zu gruselig spannend. Im Gegenteil, also Grusel kam eigentlich gar nicht drin vor. Es war eher so eine Hetzjagd, die hier mit drin war, und es hat mir richtig gut gefallen. Und zwar, wo geht es? Worum geht es? Der berühmte Schauspieler Sir James Harrison stirbt in London, und eine junge Journalistin, die Joanna Haslam heißt sie, wird sozusagen auf diesen Fall angesetzt. Sie wird darum, ja, sie schreibt für so ein Boulevardmagazin, also kein sehr hochwertiges Boulevardmagazin, und ist noch so am Anfang ihrer Karriere. Und sie wird halt zu der Beerdigung von diesem Sir James Harrison geschickt und soll dort ja, Bericht erstatten, so eine kleine Gazette für diese Zeitung schreiben. Und als sie dann bei dieser Beerdigung auftaucht, setzt sie sich einfach zu den anderen Trauergästen in die Kirche, und neben ihr sitzt eine ganz, ganz alte Dame. Und ja, die Beerdigung läuft, man lernt die Familie von diesem James Harrison kennen, die Tochter, den Sohn, nee, gar nicht, die Enkeltochter, den Enkelsohn und den Sohn und auch die Urenkelin. Ja, und das ist eine normale Beerdigung, bis irgendwann in den hinteren Reihen ein sehr alter Mann in einem Rollstuhl reingeschoben wird und die Dame neben unserer Joanna anfängt zu hyperventilieren, als sie diesen Mann sieht, und sie, ja, fast ohnmächtig wird. Diese Joanna findet es wichtiger, der Frau zu helfen, sie nach Hause zu begleiten, als diese Trauerfeier zu Ende sich anzuschauen. Und darum geht sie mit ihr raus, bringt die Dame nach Hause in eine sehr schmuddelige kleine Wohnung, in der im Grunde nur das Bett der Dame steht und ein ganzer, ganzer Haufen Teekisten. Und die Dame gibt ihr ein ja, sagt dir einen Satz, der Joanna sehr nachdenklich macht. Ich werde jetzt auch nicht verraten, welchen. Und sie möchte partout nicht ins Krankenhaus, sie möchte einfach nur in ihr Bett. So, Joanna macht sich dann, nachdem sie sich vergewissert hat, dass der Dame gut geht, wieder auf den Weg. Weiß auch nicht, was, dass das einen Zusammenhang jetzt irgendwie haben könnte mit diesem Mann im Rollstuhl, aber die Dame kam ihr doch irgendwie ein bisschen spanisch vor. So, dann gibt es einen zweiten Erzählstrang, und zwar lernen wir die Enkelin von Sir James Harrison kennen, die nach außen hin eine sehr erfolgreiche Schauspielerin ist, die jetzt kurz vor ihrem ganz großen Durchbruch in Hollywood steht und die natürlich schon ein gewisses Maß an Aufsehen erregt in der Presse. Sie ist eine Schönheit, sie hat eine Tochter, weil keiner weiß, wer der Vater ist. Das ist ein Geheimnis und ja, stammt eben aus dieser Schauspielerfamilie durch ihren Großvater James Harrison. Die Dame ist nach außen hin sehr kühl und sehr elegant. Nach innen drin sieht es bei ihr aber eben ganz anders aus, und man blickt auch da so ein bisschen hinter die Fassade. So, und dann geht der Alltag weiter. Joanna, die unsere Journalistin, ist in ihrem Beruf und im Büro und bekommt plötzlich einen ja, Brief zugesteckt sozusagen, von dem sie erst nicht weiß, von dem der kommt. Und dann fällt es ihr wie Schuppen von den Augen. Es war die alte Dame, die sie da versucht hat zu kontaktieren mit diesem Brief. Und der klingt ganz dramatisch, und sie macht sich auch auf den Weg in diese Wohnung und findet die Wohnung leer vor. Wo ist die Dame? Wo ist das Bett und die ganzen Hunderten von Teekisten?
Und was hat es mit diesem Brief auf sich? Er spricht ein sehr pikantes Geheimnis an. Ja, das soll es sein, wovon ich am Anfang so sprechen kann, bevor ich da euch zu tief hineinführe. Was mir gut gefallen hat, ist, dass die Figuren und also nicht nur die Protagonisten, sondern auch die Nebenfiguren hier sehr gut ausgearbeitet waren. Ich mochte dieses Setting der Geschichte total gerne. Wir waren halt in London und Umgebung und sind auch rausgefahren aufs Land nach Wales. Und ach ja, es war dann alte Dachböden spielten eine Rolle mit ja, verstaubten Kisten, in denen gewühlt wird. Es geht in die Abgründe der Menschen, hinter glitzernden Fassaden. Es sind sehr liebenswerte Charaktere. Es ist auch eine ja, tragisch schöne Liebesgeschichte, die allerdings nicht den Großteil des Buches in Anspruch nimmt, die mir auch gut gefallen hat. Es gibt tolle Twists. Es gibt unvorhergesehene Wendungen und ja, ein sehr, sehr rasanter, spannungsgeladener Roman. Ich fand den super und auch sehr thrillerig. Und darum kann ich den verbotenen Liebesbrief durchaus weiterempfehlen. Das nächste Buch, was ich gelesen habe und was jetzt seit gestern ausgelesen ist und ich euch zeigen möchte, ist Band 2 der Mr. Mercedes-Reihe von Stephen King, Finderlohn, im Heine Verlag erschienen. Ich habe jetzt hier die Hardcover-Ausgabe, die gehört mir nicht. Die habe ich mir ausgeliehen von meiner Nachbarin. Hat 540 Seiten, ist also für einen King durchschnittlich dick, würde ich mal sagen, sogar vielleicht eher dünn. Und ist halt, wie gesagt, Band 2, kommt nach Mr. Mercedes und vor Mind Control. Ich wurde schon vorher vorgewarnt, dass das Buch ein eher ruhiges Buch von Stephen King ist und dass es mit der eigentlichen Geschichte des Mercedes-Killers aus dem ersten Band gar nicht so richtig viel zu tun hat. Trotzdem lernen wir hier in dem Buch eins der Opfer vom Mercedes-Killer kennen. Und zwar ist das einer der Verletzten, die damals bei dem Crash, wo der Mercedes in diese wartende Menschenmenge gerauscht ist, verletzt worden ist, aber eben nicht ums Leben gekommen ist. Und er und seine Familie sind eben ja Aufhänger für dieses Buch. Es ist so, dass wir am Anfang des Buches einen Mord miterleben, der schon länger zurückliegt und wir sozusagen in die Vergangenheit reisen. Und zwar lebt auf dem Land ein sehr, sehr berühmter amerikanischer Schriftsteller, der großartige Romane geschrieben hat, die ja in der Weltliteratur zu Hause sind, die jeder kennt, die Schulliteratur geworden sind. Und zwar um den jungen Jimmy Gold. So ist es ein Dreiteiler geworden, also eine Trilogie. Und dieser Autor lebt jetzt im Ruhestand sozusagen, hat schon lange nichts mehr veröffentlicht und ja, führt ein beschauliches Einsiedlerleben, kann man sagen. Und eine junge Bande Männer, drei Männer, kommen in sein Haus. Es ist halt auch das erste Kapitel, daher ist es kein Spoiler. Die bringen den Autor ums Leben und stehlen Manuskripte aus seinem Safe und sehr viel Geld. Ja, das Ganze wird sozusagen nicht aufgeklärt. Dieser Haupttatbeteiligte, ich sag mal der Anführer dieser drei Männer, in dessen Seele und in dessen, ja, aus dessen Blickwinkel wird ein Teil der Geschichte erzählt, haben wir also Einblick in dessen Gedankenwelt. Und zwar ist das Maury, heißt er, glaube ich, ne? Morris. Morris. So, Morris kommt also mit diesem Raubüberfall durch. Er ist, was keiner weiß, eben großer Fan dieses Schriftstellers und ist total beleidigt, wie die Figur am Ende dieser Trilogie sozusagen steht. Dieser Jimmy Gold aus den Romanen und ist total tödlich beleidigt. Er ist ein dermaßen ja, fanatischer Fan dieser Trilogie, dass er das dem Autor nicht verzeihen kann, was er mit diesem Charakter seiner Bücher sozusagen am Ende der Trilogie verfasst hat.
Und er findet jetzt in diesen Manuskripten, die er gestohlen hat, zwei weitere Bände dieser Trilogie, die dann ja sozusagen ein Quintett, ja, bilden letztendlich, die der Autor einfach nie veröffentlicht hat. Und er merkte, dass dieser Fanatismus dieser Figur, eben diese Figur ist noch gar nicht auserzählt, die Geschichte. Es gibt weitere Bände und er muss aber, weil das so heiße Ware ist, natürlich ganz, ganz schnell diese Manuskripte auch loswerden und auch das Geld loswerden und verbuddelt diese in einem Koffer in Plastikfolie eingepackt und ja, entledigt sich sozusagen dieses für ihn ganz persönlich größten Schatzes der Welt, denn es sind Romane, die noch niemand gelesen hat, über seine Lieblingsfigur. So, wie die Geschichte dann mit dem Morris weitergeht, müsst ihr lesen. Es ist auf jeden Fall so, dass in der Heutezeit dann ein Junge, nämlich der Sohn unseres Opfers des Mercedes-Killers, diese Manuskripte findet. Und die Jagd beginnt, sagen wir es mal so. Denn unser Morris wird aus dem Gefängnis entlassen und ist auf der Suche nach diesem Koffer mit den Manuskripten. Ja, das ist so die grobe Rahmenhandlung aus diesem Buch. Wie gesagt, hat mit der eigentlichen Mercedes-Killer-Geschichte nur am Rande zu tun. Unser allseits geliebter Inspektor Bill Hodges, der eben der Ermittler in diesen Büchern hier ist, kommt natürlich hier auch wieder vor. Auch er wird relativ aber am Rande sozusagen mit einbezogen in diese Geschichte. Er ist auf jeden Fall nicht wie in den anderen Bänden mit die Hauptfigur, sondern spielt hier eher so eine Nebenrolle. Ich fand das Buch gut. Ich habe ihm 3,5 Sterne gegeben. Es ist etwas schwächer gewesen als der erste Band, finde ich. Das habe ich aber auch im Allgemeinen so rausgehört, dass es den meisten ebenso ging, dass Finderlohn jetzt nicht das stärkste aus der Trilogie ist. Ich freue mich jetzt aber sehr auf Mind Control, also auf Band 3, denn das soll wieder ein fulminanter King sein. Und darum, ja, hier nur 3,5 Sterne, aber durchaus lesenswert. Eher ruhig, wie gesagt, kein sehr, also es ist kein horrorlastiges Buch. Es führt nochmal so eine andere Sichtweise auf das ganze Geschehen um den Mercedes-Killer hinzu, aber es ist jetzt nicht wirklich nötig, glaube ich, dieses Buch zu lesen. Wenn man Mr. Mercedes und Mind Control lesen möchte, muss man, glaube ich, den Finderlohn nicht unbedingt zwingend auch dazwischen lesen. Ja, das ist also ein solider King, kein herausragender, denke ich, und hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen und ist auch zügig weggelesen gewesen, trotz der Dicke des Buches. Und das spricht ja immer dafür. Also das ist ja, auch wieder ein tolles Buch aus dem Monat Juli bei mir gewesen. Ich habe noch mal zwei beendet diesen Monat. Und zwar rede ich von Memory Wall von Anthony Doerr. Das ist eine Novelle. Und der Anthony Doerr hat doch auch dieses Buch geschrieben, Alles Licht, was wir nicht sehen, glaube ich, was im Zweiten Weltkrieg spielt und auch sehr gut sein soll. Und ich habe gelesen Wolf Dawn Trigger zusammen mit der lieben Ruth von Zwischen tausend Zeilen. Ja, ich fange mal mit dem hier an. Memory Wall ist halt ein relativ kurzes Buch, halt eine Novelle und spielt in Südafrika. Der Klappentext hat mich total angesprochen, weil es hier um das atemberaubende Glück in diesem Universum zu leben gehen soll und um Vergessen, um Erinnerungen und ja, klang für mich so ein bisschen nach dem Thema Demenz. Und das ist tatsächlich auch Thema dieses Buches. Und zwar geht es nach Kapstadt. Dort lebt eine Frau, Alma heißt sie, ist eine sehr alte Frau, verwitwete Frau, die in einem großen Anwesen lebt. Und man merkt direkt am Anfang, da ist mit ihrem Gedächtnis nicht mehr alles so ganz in Ordnung. Die Wohnung hängt voller Post-its und sie hat einen schwarzen ja, Hausdiener sozusagen, der ist aber angestellt, der ist lange schon im Angestelltenverhältnis mit der Familie von Alma und ist sozusagen die gute Seele dieses Hauses. Und durch seine Hilfe eben
Feko heißt er. Ist es überhaupt der Dame möglich, noch in ihrem Haus alleine zu leben? Sie hat eine ganz besondere Art, sich an Dinge wieder zu erinnern, die vergangen sind, an ihren Mann Harold, der ein großer Fossilienjäger war, der darum auch die Fossilien hier auf dem Cover, der ja mittlerweile verstorben ist, der ihre große Liebe war, und sie hat immer wieder Möglichkeiten, uns zu erzählen, wie das Leben mit Harold war, wie Feko in die Familie kam, wie es ist so interessant beschrieben. Ich will das auch nicht vorwegnehmen, falls ihr das lesen möchtet. Es ist so ein bisschen Aldous Huxley hier, Schöne neue Welt meets wie kann man das denn sagen? Es ist also so ein bisschen Huxleys Schöne neue Welt trifft auf Demenzerkrankung, und das ist eine total interessante Kombination, wie sie es schafft, immer wieder in die Vergangenheit zu reisen, immer wieder uns zu erzählen, wie die Vergangenheit ausgesehen hat, ist phänomenal, ist eine super gute Idee, macht das Buch auch sehr spannend, denn es geht auch hier nicht nur um so kleine Fossilien, sondern es geht auch um ein riesengroßes, noch bislang unentdecktes Fossil und die Jagd danach, und Alma spielt eine wesentliche Rolle darin und ihr Erinnern ist vonnöten, und sie ist halt schwer demenzerkrankt, und Feko und Alma und die anderen Personen in diesem Buch sind keine schwarz-weißen Figuren, auch da ist sehr, sehr vielschichtig, also viel Vielschichtigkeit hinter. Und trotz, dass es so ein kurzes Buch ist, hat mich das sehr nachdenklich gemacht, gerade bezüglich des Themas Demenz. Es ist aber auch ein heiteres Buch und es ist ein spannendes Buch. Also für diese kleine Novelle großartige Leistung, Herr Dörr. Und macht auf jeden Fall Lust auf mehr Bücher von ihm. Und das zweite hier, mein Trigger von Wulfdorn, das habe ich auch neu. Das ist also jetzt auch im Juli erst bei mir eingezogen, extra für die Leserunde mit Ruth. Und ich habe das halt sofort mit ihr gelesen. Wir wollten unbedingt beide mal einen Dorn lesen und haben gedacht, das machen wir zusammen. Und Trigger hat uns sehr, sehr gut gefallen. Es geht in diesem Buch um eine junge Psychologin, die heißt Ellen, die arbeitet in so einer Waldklinik, in einer großen psychiatrischen Einrichtung mit mehreren Gebäuden und so weiter. Die lebt mit ihrem Freund Chris zusammen, ist gerade dabei, mit ihm in einem alten Haus zusammenzuziehen, das renovieren sie gerade. Und sie hat einen sehr liebenswerten Kollegen, der heißt Mark, der auch Psychologe ist in dieser Klinik. Und Chris fährt eines Tages spontan nach Australien mit seinem Freund zusammen. Da ist jemand von der Reise abgesprungen und er springt ein und fährt mit diesem Freund nach Australien. Und Ellen bleibt eben allein zu Hause zurück und stürzt sich in Arbeit. Chris hat eine Patientin aufgenommen den Abend davor, die sehr, sehr schwer misshandelt worden ist, die in einem Akutzimmer ist, die alleine dort auch ist, weil sie so schwer traumatisiert ist, und Ellen übernimmt sozusagen den Fall von Chris, er ist eben auch Psychiater, und sie besucht am Anfang des Buches eben diese Frau, von der man keinen Namen weiß, die einfach aufgegriffen wurde, die schwerst misshandelt aussieht, mit blauen Flecken überall, die aber auch sehr verwahrlost aussieht, mit abgeranzter Kleidung, mit sehr schlechtem Gebiss, und ja, keiner weiß, was mit dieser Frau sozusagen passiert ist. Und Ellen möchte gerne helfen, Ellen versucht einen Draht zu dieser Frau zu finden, braucht auch die Hilfe von ihrem Kollegen, und dieser Kollege sagt dann plötzlich zu ihr, diese Frau ist weg. Ja, ich wollte sie besuchen, aber sie ist nicht da.
So startet quasi unser Thriller Trigger und was mit der Frau passiert ist, wohin sie ist und wie es überhaupt zu dieser Misshandlung kam und so weiter, müsst ihr lesen. Es ist ein total innovativer Thriller, hat mir super gut gefallen. Die Auflösung hat mich von den Socken gehauen, super gut. Hat 4 Sterne von mir bekommen. Es war, ein paar Dinge waren für mich vorhersehbar, die waren aber dann, auch wenn sie eingetreten sind, doch so anders, als ich gedacht hätte, dass es wirklich total spannend war. Also total viele Twists, ganz viele Szenen, wo ich nicht wusste, sind wir gerade irgendwo in irgendeines Menschen Kopf und ist es real, ist es nicht real. Ganz großartig geschrieben. Ich bin da auch wirklich durchgeflogen. Ich glaube, wir waren innerhalb von 2-3 Tagen waren wir schon 3/4 des Buches durch, wir beiden. Und am Schluss ist es wirklich so rasant geworden, dass wir dann den letzten Abschnitt auch sowas von durchgezogen haben. Ja, und wie gesagt, Trigger, super Thriller, hat mir auch gut gefallen. Beide Bücher waren wieder total ansprechend, also hat mir wirklich Spaß gemacht. Die haben mich beide sehr gut unterhalten. Hallo meine Lieben, die nächsten 2 Bücher sind durch. Ich habe Nicolas Barrot, Das Lächeln der Frauen gelesen und Paulo Coelho, Der Alchemist. Die 2 sind in den letzten beiden Tagen bei mir durch gewesen und ich wollte euch da auch kurz zu erzählen. Dieses Buch hier hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich kannte Nicolas Barrot nicht. Ist ein ganz junger Autor, habe ich gesehen. Der ist von 1980. Hier hinten ist er auch nochmal drauf. Ein Franzose. Der hat wohl auch Die Frau meines Lebens und Du findest mich am Ende der Welt geschrieben. Und eben Das Lächeln der Frauen. Und ich habe das Buch sehr, sehr genossen. Das war die perfekte kleine Reise nach Paris, kann man sagen. Das Buch spielt in Paris. Es geht hier drin um eigentlich ein Restaurant, kann man sagen. Und zwar Le Temps de Cerise oder so ähnlich. Ich kann das nicht, ich kann kein Französisch. Dieses kleine Restaurant auf jeden Fall. Die Inhaberin dieses Restaurants ist verzweifelt, weil sie von ihrem Freund verlassen worden ist, ist sehr traurig, geht irgendwie auf so eine Brücke direkt bei Notre Dame und will über das Wasser schauen und nachdenken und im Grunde keine Menschenseele sehen. Und dann kommt ein junger Polizist, der sieht sie da und hat Angst, dass sie von der Brücke springt und verwickelt sie in ein Gespräch und sie flieht sozusagen vor diesem Polizisten in eine Buchhandlung. Ja, und in dieser Buchhandlung, eine ganz, ganz kleine, sehr ausgewählte Buchhandlung, findet sie ein Buch, das sie sofort anspricht. Und als sie dieses Buch abends zur Hand nimmt, stellt sie fest, dass die Protagonistin in diesem Buch sie selber ist. Dass sie zwar mit einem anderen Namen, aber mit einem Outfit, das sie tatsächlich auf der Arbeit ganz oft trägt und auch die Beschreibung des Restaurants sind sie und ihr kleines Restaurant. Und sie hat große Lust, diesen Autor ausfindig zu machen von diesem Buch, dass sie ihn fragen kann, warum hast du mich und mein Restaurant hier reingenommen als Protagonisten und als Schauplatz deines Buches. Der Autor ist Engländer, ist also noch nicht mal Franzose. Also es sind hier so viele Zufälle, die kommen ihr Spanisch vor. Und sie möchte diesen Autor kennenlernen und ein Bild hinten auf diesem Buch zeigt ihn auch als einen sehr gut aussehenden jungen Mann. So, dann tritt sie an den Verlag heran und möchte gerne, dass ein Brief von ihr für den Autor zugestellt wird. Wir lernen in diesem Verlag den Chefverleger kennen, der ein Problem damit hat, diesen Brief weiterzuleiten. Warum, müsst ihr dann natürlich selber lesen. Und es ist auf jeden Fall so, dass man über diesen Autor im Internet rein gar nichts findet und er sehr, sehr zurückgezogen alleine eben in seinem Cottage in England lebt. Ja, und ich empfand dieses Buch von der Schreibweise her als sehr leicht zu lesen. Es war entgegen meiner Erwartung eigentlich eine schöne Sommerlektüre.
Ich habe selber meine Hochzeitsreise nach Paris gemacht und ja, mein Mann und ich, wir finden die Stadt großartig und kennen halt auch viele der Orte in diesem Buch. Ja, waren selber auch halt auch auf dem Eiffelturm, in Montmartre und wie sie alle heißen, die großen Touristenattraktionen. Aber eben auch kleinere Gässchen und Sträßchen rund um Notre Dame und die Brücken. Also man kennt das einfach, wenn man in der Stadt schon gewesen ist. Und ich hatte wirklich so ein kleinen Flashback zurück zu meiner Hochzeitsreise und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand dieses Buch war so ein richtiger Slowburn, wie meine liebe Ruth immer sagt. Die beiden, die sich hier treffen und ja, dieses Love Couple, das beginnt sehr, sehr langsam und wunderschön geschrieben. Es geht viel um Gerüche, um Essen, um ja, die Lebensart der Franzosen, um Wein und ja, einfach großartig. Ein tolles Buch für den Sommer und es hat mich einfach persönlich sehr gerührt wegen dieser Verbindung zu meiner Hochzeitsreise. Ja, ich kann also das Lächeln der Frauen empfehlen. Ich habe ihm 4 Sterne gegeben. Das Ende war für mich ein bisschen zu schnell geschrieben, also ich hätte mir da noch 50 Seiten mehr gewünscht, darum sind es keine 5 geworden, aber ansonsten großartiger Roman, wirklich ganz toll. Ein Buch, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, auch, das waren also beides wirklich tolle Bücher, war Paulo Coelho, der Alchemist. Ist ja nur ein ganz, ganz dünnes Buch. Ich habe es tatsächlich auch in einem Rutsch durchgelesen und ich habe es von Jordana von Keks und Coffee geschenkt bekommen und da bedanke ich mich nochmal herzlich für meine Liebe. Das Buch hat mir auch sehr gut gefallen. Ich weiß, dass es eins ihrer absoluten Lieblinge ist und ich kann total verstehen, warum du es empfiehlst und warum du es weitergibst. Und es geht hier um Santiago, das ist ein andalusischer Hirte, ein junger Mann, der immer wieder einen Traum träumt, nämlich dass am Fuße der Pyramiden von Ägypten für ihn ein Schatz vergraben liegt. Und die große Frage ist halt, soll er das vertraute Leben als Schafshirte in Andalusien aufgeben? Wie soll er diese Reise nach Ägypten finanzieren? Wie soll er es gestalten? Wie soll sein Weg sein? Und er findet so viele wundervolle Menschen auf dem Weg und er lernt so viel über das Leben auf diesem Weg. Und ja, wir blicken sehr, sehr tief ins Innere von Santiago. Wir erfahren natürlich sehr viel über Andalusien und über die Reise durch die Wüste auf Kamelen in einer Karawane und ach, ja, es ist einfach ein Buch, was total zu Herzen geht. Ich hätte mir, glaube ich, 150 Zitate hier anmerken können. Ich glaube, das ist ein Buch, was mein Bücherregal nicht mehr verlassen wird. Ja, es hat mich einfach ja, über die Liebe, über das Leben, die Liebe zum Leben viel gelehrt. Und darum finde ich, ist es ein Buch, was man unfassbar gut empfehlen kann. Eins, was wahrscheinlich für immer in meinem Bücherregal bleiben wird. Ich glaube, dass da ganz, ganz viel Lebensweisheit drin steckt, die man auch ja vielleicht 3 oder 4 oder 5 Mal lesen kann. Also großartiger Roman Paulo Coelho, der Alchemist. So, der Monat Juli ist jetzt rum. Heute ist der 31. Ich habe jetzt noch 3 Bücher beendet im Vergleich zum letzten Video und die wollte ich euch auch noch eben schnell zeigen. Alle 3 waren richtig, richtig gut und das war für mich ein grandioser Abschluss des Monats. Ja, zeige ich euch direkt, worum es geht. Einmal Iskari. Ich denke, dass das Buch sehr, sehr viele kennen werden. Es ist ja, ein Jugend-Fantasy-Abenteuerroman, würde ich sagen. Hat mir auf jeden Fall richtig gut gefallen. Ich finde auch das Cover wunderschön. Also es ist so toll gestaltet mit diesen Goldsprenkeln hier und diesem silbernen Messer. Ja, gefällt mir richtig gut optisch und auch das Buch war richtig schön. Kristen Ciccarelli, ich weiß nicht, wie sie ausgesprochen wird, Iskari, der Sturm naht, der erste Band. Ich glaube, ich werde den zweiten auch lesen. Ich weiß aber nicht, ob ich mir den kaufe oder ausleihe. Ich glaube, bei uns in der Bücherei gibt es den nämlich auch. Jedenfalls war das Buch sehr, sehr kurzweilig. Es geht hier um Ascha.
Asha ist eine junge Frau, die, wie man dann in den ersten Kapiteln feststellt, die Tochter des Königs ist. Und sie ist die Iskari. Das ist eine Drachenjägerin, eine Todbringerin sozusagen. Und sie ist unfassbar gut in dem, was sie kann. Sie hat schon ultra viele Drachen erledigt, die als Todfeinde der Menschen gelten. Und dieser Name Iskari rührt eben aus einer Sage, die wir hier auch erfahren in dem Buch. Und es gibt auch den Gegenspieler Namsani oder so, Namsana, ich müsste jetzt nachgucken, dass eben der Heilsbringer, der Glückbringer, der Lebensspender ist. Und Iskari ist eben der Todbringer. Oder hier Asha, die Todbringerin. Und es geht darum, dass sie verheiratet werden soll mit dem Kommandanten des Königs, nämlich Jarek. Und Jarek ist ihr total verhasst und sie möchte diese Hochzeit nicht. Es ist eine eher politische Hochzeit und sie hat nur ein paar Tage Zeit sozusagen. Und möchte dieses Schicksal dieser Hochzeit gerne abwenden. Und sie findet einen Ausweg, in den eigentlich sogar ihr Vater ihr eröffnet. Nämlich er sagt, wenn sie den allerersten Drachen, Kozu heißt er, erledigt und ihm den Kopf bringt, ist es keine Möglichkeit mehr oder keine Notwendigkeit mehr für diese Hochzeit. Denn die politische Situation würde sich dadurch so stark verändern, dass das nicht mehr nötig wäre und Asha unverheiratet bleiben kann. Das ist aber eine nahezu unlösbare Aufgabe, diesen Drachen A aufzuspüren und B dann auch zu töten. Es geht hier um Freundschaft, es geht um unerwartete Hilfe, es geht um großartige Geschöpfe, es geht viel auch um die Politik dieses Landes, was aber alles andere als trocken für mich war. Und ob ist diese Iskari, ob Asha das hinbekommt, diesen Drachen zu finden und ob sie ihn erledigen kann und ob sie diese Hilfe, die ihr unerwarteterweise von einem Sklaven angeboten wird, annehmen kann. Sie ist schließlich die Königstochter. All das müsst ihr dann lesen. Ich fand, es war sehr abenteuerlich geschrieben. Es war sehr kurzweilig. Der Schreibstil war locker und flüssig. Es richtet sich natürlich auch eher an ein jüngeres Publikum als an mich. Aber trotz alledem fand ich das Buch wunderschön. Ich fand auch, das zeige ich euch gerne, es sind überall in dem Buch so kleine Illustrationen drin. Die Kapitelanfänge zum Beispiel sind illustriert. Man hat auch eine... Mal sehen, ob ich das jetzt auf die Schnelle finde. Eine Schriftartveränderung, aber ich glaube, ich finde sie jetzt. Doch, da ist sie. Eine veränderte Schriftart, könnt ihr das erkennen? Das sind immer in dieser Schriftart geschrieben, sind dann die Sagen und Mythen aus diesem Land. Und man kann sofort dann an der Schrift schon erkennen, ob man gerade eine Geschichte erzählt bekommt oder in unserer Geschichte hier steckt. Ja, und es hat mir richtig gut gefallen. Also da wird auf jeden Fall Band 2 auch noch gelesen werden. Und ich finde, allein wegen dem Cover ist das schon irgendwie ein Buch, was im Bücherregal bleiben müsste. Ich weiß es aber noch nicht. Vielleicht behalte ich es erstmal und sortiere es dann irgendwann aus. Aber ihr wisst ja, ich will nur die Highlights im Bücherregal behalten. Dann mit meiner All-You-Can-Read-Lesegruppe zusammengelesen. Melanie Rabe, Die Falle. Das ist das erste Buch von Melanie Rabe. Übrigens eine wunderschöne Frau. Hier ist sie hinten drauf. Unglaublich hübsche Frau. Die All-You-Can-Read-Lesegruppe habe ich jetzt schon so oft erwähnt. Ich sage sie gerne noch einmal. Das ist Sarah von Alice im Bücherland, Ramona von Littera, Claudia von Beauty Butterflies, Kali von Kalis Books und Ruth von Zwischentausend Zeilen und ich. Wir sechs haben jetzt einen Namen, All-You-Can-Read-Lesegruppe. Und Melanie Rabes Falle war ein total spannender Thriller, der mich sofort in seinen Bann gezogen hat. Ich war sofort im Sog drin, konnte kaum aufhören zu lesen. Es ging uns allen auch so. Und fast jeder von uns hat dem Buch 4 oder 5 Sterne gegeben. Also ein wirklich zu empfehlender Thriller.
Es geht hier um Linda Conrads, eine Bestseller-Autorin, die in ihrem Haus lebt, in einem sehr weitläufigen, sehr großen Haus. Und sie lebt dort alleine mit ihrem Hund Bukowski. Und sie hat dieses Haus seit 11 Jahren nicht verlassen. Vor 11 Jahren ist ihre Schwester ermordet worden. Anna heißt sie oder hieß sie. Und sie hat den Täter damals gesehen. Sie ist reingekommen in die Szene des Mordes und der Täter ist geflohen, hat sie vorher aber einmal angeschaut. Und diese 11 Jahre, die sie seitdem in ihrem Haus zurückgezogen lebt und ihre Bücher schreibt, haben natürlich sie verändert, haben ja ihr Leben geprägt. Wir erleben unfassbar viele wundervolle Landschaftsbeschreibungen von der Landschaft, die sie aus ihrem Haus heraus sieht. Träumen uns mit ihr in die Dinge, die sie nicht mehr machen kann, seitdem sie dort in diesem Haus ja, selbstgewählt, isoliert lebt. Und jetzt kommt es zu einer Situation, dass sie meint, den Mörder gesehen zu haben, jetzt heute in der Neuzeit gesehen zu haben. Wo sie ihn sieht und warum, müsst ihr dann selber lesen. Jedenfalls beabsichtigt sie, diesem Mann eine Falle zu stellen. Und sie bereitet sich vor und sie lädt diesen Menschen in ihr Haus ein und möchte ein Geständnis von ihm erzwingen. Ob das funktioniert, ob dieser Typ sich darauf einlässt, ob er zu ihr kommt, ob es ihr gelingen sollte, diese Falle zuschnappen zu lassen und ob wir erfahren, warum ihre von allen geliebte Schwester doch sterben musste vor 11 Jahren. Das müsst ihr selber lesen. Es war super, super gut. Sie schreibt ein Buch über diesen begangenen Mord von vor 11 Jahren und lockt damit den Täter nach Hause. Ja, ich fand's großartig, die anderen 5 auch. Es war fesselnd, es war sehr, sehr spannend von Anfang an. Es war ein Buch, was quasi keine Längen hatte. Und was noch eine zweite Perspektive bietet, denn wir lesen in diesen Roman, den Linda Conrads hier schreibt, auch zwischendurch immer mal wieder hinein. Das heißt, wir erfahren auch aus ihrer schriftstellerischen Sicht, was ist damals passiert. Und das war wirklich richtig gut. Also, wer es noch nicht kennt und Thriller-Fan ist, lest auf jeden Fall Die Falle. So, und das letzte Buch, was erst gestern von mir ausgelesen wurde, ist eins, was ich mit ins Freibad genommen hatte. Und das ist dieses. Das tiefe Blau der Worte von Cass Crowley. Und ich fand das Buch hier optisch schon einfach total schön. Ich mag dieses Blau total gerne. Ich finde diese ja, Gänseblümchen und dieses Wasser und die Bücher hier drauf als Cover schon super schön. Und jetzt schaut mal, als ich es dann fürs Freibad ausgepackt habe aus dem Schutzumschlag, wie wunderschön es auch darunter ist. Also es sind so alles handgeschriebene Briefe, die ihr da seht. Und um diese Briefe geht es unter anderem auch in diesem Buch. Und zwar ist das ein Jugendroman, der in einer Buchhandlung zum großen Teil spielt. Und zwar geht es hier um Rachel, die vor vielen Jahren aus der kleinen Stadt, in der der Roman spielt, weggezogen ist. Und sie hat ihrem damaligen Schwarm Henry einen Brief hinterlassen. Henry arbeitet und lebt in einer Buchhandlung, in der es eine ganz besondere Ecke gibt. Nämlich ist es eine Ecke, in der Bücher stehen, die geliebt werden, die beschrieben werden dürfen, in die Briefe hineingelegt werden dürfen, die nicht verkauft werden, diese Bücher. Und es ist sozusagen eine lebende Bibliothek, die die Menschen dieser Stadt nutzen, um Nachrichten auszutauschen und einfach um ihre Lieblingsbücher dorthin zu stellen und ja, Zeilen zu unterstreichen, die ihnen besonders gut gefallen haben. Und ja, das hat einfach mein Leserherz schon total angesprochen. Henry hat diesen Brief aber scheinbar nicht bekommen, denn der Kontakt, nachdem Rachel weggezogen ist, reißt ab. Rachel lebt fortan mit ihrer Familie am Meer und hat einen Bruder und ja, beginnt sozusagen dort ein anderes Leben.
Und dann passiert etwas ganz, ganz Furchtbares und Rachel wird sozusagen zurückkatapultiert in das alte Leben, in diese Kleinstadt. Sie kann nicht mehr länger am Meer leben, sie muss dort weg, kann es einfach nicht mehr aushalten dort am Wasser und geht halt wieder zurück in ihre Heimatstadt und zieht sozusagen kurzfristig zu ihrer Tante, die dort immer noch lebt. Ja, und die beiden, Henry und Rachel, treffen natürlich wieder aufeinander nach all der ganzen Zeit. Ich glaube, es sind 4 Jahre vergangen. Und die beiden verstehen sich immer noch, auch wenn ja, das Ganze als Annäherung nur noch als Freundschaft funktioniert. Und ja, Rachel merkt halt einfach, dass da sich was verändert hat. Auch dort ist das Leben weitergelaufen. Nicht nur ihr Leben hat sich verändert und verdreht, sondern auch Henrys und all die ganzen Mitschüler, die sie damals hatte und so weiter, sind auch alle anders geworden, älter geworden. Und ja, dieses Band zwischen ihr und Henry existiert aber immer noch. Genau. Und es geht hier um eben das Leben von Teenagern. Es geht um die alltäglichen Dramen. Es geht um Liebe auch, wobei das aber so sanft und so langsam erzählt wird, dass das wirklich, ja, also es ist keine typische Liebesgeschichte von Teenagern. Ich finde, das hat sehr viel mehr Tiefgang. Ich finde auch, ich hätte in diesem Buch unheimlich viel anstreichen können an Zitaten. Es geht um eine zweite Chance. Es geht um ganz, ganz viele Bücher und eben deren Inhalt. Und wir lesen immer mal wieder in diese tolle lebende Bibliothek hinein. Und ich zeige euch das auch gerne in dem Buch. Und zwar habt ihr immer hier so ganz süß so ein Lesebändchen mit einem kleinen Zitat aus dem nächsten Kapitel. Das ist immer aus Rachel und Henrys Sicht geschrieben. Und ihr lest in Briefe hinein, die sich gegenseitig geschrieben werden von verschiedensten Leuten. Und es ist auch hier zum Beispiel dann immer geschrieben, in welchem Buch liegt der Brief. Also ganz, ganz interessant gemacht. Und das war wirklich so ein Jugendroman, der mal sinnlich war, sprachlich sehr, sehr gut war, der vom Schreibstil leicht zu lesen war. Es ist halt auch für Jugendliche gedacht. Aber der hat auch ganz viel mit mir gemacht und das war einfach für mich so eine Perle im Bereich der Jugendliteratur, kann ich nicht anders sagen. Hat mir richtig gut gefallen und dem habe ich tatsächlich auch 5 Sterne gegeben, auch wenn ich nicht die Zielgruppe bin, aber ich würde das auf jeden Fall total gerne weiterempfehlen für junge Leute. Ja, das war mein Lesemonat. Das waren sie, die Bücher. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schreibt mir wie immer sehr gerne, ob ihr die Bücher auch kennt und wie sie euch gefallen haben oder ob ihr ja angefixt wurdet von einem Buch und es euch jetzt besonders interessiert. Bis bald, meine Lieben. Ciao!